Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Hard to Be a God. Wir waren hier kurz vor der Höhle des Höhlenmenschen stehen geblieben, aber hier sind anscheinend noch ein paar, ja, Gefährten, die wir vorher noch erledigen sollten. Es ist ja kein Problem, einfach hier ein paar Attacken abwarten und dann liegt er auch schon im Dreck. So, eben wieder ein paar Ohren mitgenommen. Und schon geht es weiter. Ja, wir sind hier jetzt schon ganz schön nah dran. Man sieht's auf der And I Minikarte. thought that they'd lied. And here it is, Mountain Miracle. It looks like a real beast. It'll be great to get some babies, train them and then place them at the castle gates. The guards will have fun, especially for those who do not know. I'd like to know what they eat. It's evident they do not eat only turnips. Hell, it looks like the beast has noticed me. Okay. Hi. Wie geht's? Mal sehen, ob wir das blocken können. Tatsächlich, wir können es blocken. Das ist natürlich jetzt schon wieder Ende Gelände für den guten Herrn. Weil sobald wir hier die Attacken blocken können, ist das natürlich ein Witz. Da kann der noch so viel Schaden drücken. Und der sieht ehrlich gesagt auch nur ein Stückchen größer aus als die anderen. Hätten wir jetzt hier auch noch das Gewehr rausgezogen, wäre das wahrscheinlich sogar noch einfacher. Aber ich will das jetzt hier einfach mit herkömmlichen Waffen machen. Da brauche ich jetzt hier nichts Besonderes, um den zu erledigen. So, was hat er dabei? Haut eines Höhlenmännchen hat er sogar auch noch dabei. Ja, dafür werfe ich sogar das kurze Lederjäckchen wieder weg. Und wir können noch mal weiterschauen. Ich hoffe doch mal, jetzt ist hier auch irgendwas. Nee. Der Stein bleibt weiß und interessant. Da wissen wir immer noch nicht. Was hier los ist. Es scheint hier bloß keine Verstecke zu geben, wie es derjenige gesagt hat. Ja, das wussten wir ja auch schon vorher. Jetzt wird hier bloß überlegt, ob wir hereingelegt wurden. Aber vermutlich ist das hier unter diesem Stein das gute Versteck. Aber das können wir hier jetzt nicht wirklich kaputt machen. Das heißt, wir werden uns jetzt wieder einfach auf unser tolles Pferd schwingen. Oh, ich dachte schon, liegt hier jetzt ein Kind? Nee, das war nur ein Teil seiner Keule. Okay. Ja, da geht's einfach wieder auf den Weg zurück. Und wir können mit dem Holzfäller reden. Ja. Wir werden sehen, ob die uns reingelegt haben oder ob die einfach nur den Mythen vertraut haben. Das kann ja auch sein, dass die es einfach nicht besser wussten und in ihrer Unerfahrenheit uns einfach mal Mist erzählt haben. So, jetzt muss ich hier natürlich den Steinwächter mal eben erledigen. Ich lasse hier ja nichts übrig. Nein, ich brauche jetzt auch keine Feuersteine. Ich wollte hier einfach nur auf mein edles Ross wieder hoch. Okay, wunderbar. Und es geht wieder bergabwärts. Schade, dass wir hier bei solchen geringen Höhen keine Abkürzungen jetzt nehmen können irgendwie. Dass wir vielleicht auch mal irgendwie ein Flugzeug bekommen, mit dem wir dann hier herumreisen könnten. Aber das bleibt uns anscheinend verwehrt. So. Jetzt geht's ja einfach weiter. Und natürlich kennen wir den Weg schon mit den weißen Steinen, dem grünen Gras, den vielen Bäumen und den vielen toten Gegnern auf dem Weg. Das ist uns natürlich alles schon bekannt, aber trotzdem muss man hier natürlich noch mal lang. Es wird nicht ohne gehen. So, da war noch ein Steinwächter, den werde ich mir jetzt auch noch vorknöpfen. Es kann ja nicht sein, dass der uns hier so provoziert. Und aufgestiegen, und dann geht's auch schon weiter auf der Reise zum Holzfäller. Das hilft uns natürlich auch immer bei unserem Pferd, die Ausdauer wieder aufzufüllen.
Und hier sehen wir auch schon wieder einen toten Höhlenmenschen. Dort unten streunen die Wölfe herum. Und ich bin echt gespannt, was der zu sagen hat. Und vor allem, wie es jetzt hier mit der Hauptstory nochmal weitergeht. Wir haben ja jetzt die Haut des Höhlenmenschen, also können wir zurückgehen und unsere Belohnung abholen. Das ist auf jeden Fall drin. Und dann bekommen wir vielleicht auch das silberne Schmuckstück, was uns versprochen wurde. So, gehen wir mal zum Kleinbauer. Did you find the cachet, sir? Nein, nicht wirklich. Ah, nein, ich habe es nicht gefunden. Kommt mit und zeigt mir, wo es ist, wenn ihr es wisst. Okay, jetzt müssen wir hier diesem Kleinbauern folgen. Ja, also ich habe es wirklich nicht gefunden. Und das heißt, wir werden jetzt einfach dem Guten folgen und wieder mal den schönen Tag hier in der Welt genießen. Es scheint ja wieder mal, wie so oft, die Sonne. Hat hier anscheinend lange nicht mehr geregnet. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ja, der wartet auch ganz gut auf uns. Es wäre natürlich auch eine coole Aktion, wenn man hier ihn einfach mit auf das Ross nehmen könnte. Aber das wäre dann vielleicht auch ein bisschen sehr komisch anzuschauen, wenn ich das mal so formulieren darf. Vielleicht können wir ihn ja anschieben. Ne, das funktioniert nicht so wunderbar. Da läuft er dann eher wieder zurück. Das heißt, ich werde einfach ein bisschen abwarten und dann wird das schon funktionieren. So, dort unten waren wir ja auch schon mal. Und wir genießen hier einfach wieder den Tag auf dem Berg. So, ich bin ja auch mal gespannt, ob da irgendwas Cooles drin ist. Dort unten ist ja auch die Mühle, das ist hier alles super. Ja. Hier ist alles wirklich jetzt ganz gechillt, also wir haben jetzt hier die Gegend beruhigt. Wir haben sogar unser zweites Pferd noch dort rumstehen, was ich ja einfach mal nicht mehr brauchte. Hier sind noch ein paar Bäume, aber ansonsten ist ja auch nicht viel los. Also das ist hier wirklich so eine Berggegend, wo man irgendwie mal Urlaub machen kann, wenn einem gerade zu viel Stress ist, man wieder mal gute Luft braucht. Das ist ja bestimmt hier auch ganz anders, fällt mir gerade ein. Also ich meine, was wir ja hier an Schadstoffen alles in der Luft haben, das dürfte ja hier jetzt auf so einer Welt gar nicht so vorhanden sein. Und ich glaube, da schläft man auch ein ganzes Stück ruhiger und lebt ein Stück besser, wenn da keine Schadstoffe in der Luft sind. In Großstädten ist das ja teilweise noch viel schlimmer als jetzt in ganz normalen Städten oder irgendwo auf dem Land. So. Und der hat anscheinend auch eine ganz schön gute Ausdauer, wenn der hier so in seinen kleinen Pantoffeln und Lumpen den Berg hochgehen kann, als wäre nichts. Aber ich denke, hinter diesem kleinen Bauer versteckt sich auch noch ein Stückchen mehr. Das ist hier vielleicht auch wieder so einfach ein Erdling in Verkleidung. Das weiß man ja manchmal nicht so. Wer ist es denn nun wirklich? Gerade in diesem Spiel kann es da ja immer mal zu sonderbaren Wendungen kommen. Das haben wir ja schon erlebt. So. Und der lässt sich da auch Zeit. Das ist ja auch gut. Der lässt sich da überhaupt nicht von irgendwelchen Sachen beeinflussen. Der läuft einfach ganz ruhig den Berg hoch. Als hätte er noch nie was anderes gemacht. Und bald sind wir dann da. Solange wir ihn dann nicht noch den Berg wieder herunter begleiten müssen, damit ihm nichts passiert, ist ja alles okay. Da hätte man hier ruhig auch mal irgendwie
eine kurze Zwischensequenz nach oben machen können, aber für normale Leute ist das hier natürlich nicht eingeplant, dass hier jetzt alles schon beseitigt ist. Also wir waren ja jetzt schon dreimal auf dem, viermal auf dem Weg. Also einmal wollte ich hier nur schauen, was da ist, einmal hin und zurück sind schon zweimal und dann waren wir ja gerade eben nochmal den ganzen Weg von unten nach oben und oben nach unten gegangen. Und da sind natürlich jetzt nicht mehr so viele Gegner übrig. Dafür geht jetzt diese Reise natürlich umso schneller. Der Kleinbauer hat natürlich nicht viel Leben. Woher soll er es denn auch nehmen? Mit solchen Lumpenkleidern. Und wir können uns ja einfach umschauen, wo das Versteck denn sein soll. Anscheinend ist es doch hier irgendwo oben. Also nicht irgendwo auf dem Weg versteckt. Und ich denke mal, der fuchtelt da jetzt an dem Stein herum. Das wäre natürlich das, was mir am ehesten einfällt. Und was mir auch noch eingefallen ist, dass ich neulich auf der Suche nach dem Buch hatte ich ja eine kleine Kiste gefunden, die war aber grün. Sind normalerweise nicht die Kisten, wenn man die irgendwie hier umrundet, weiß. Sehr komisch. Hier liegt auf jeden Fall noch die Leiche. Ich kann jetzt auch mal absteigen und ihm so hinterhergehen. So, jetzt ist er anscheinend auch angekommen. Ah, hier ist es. It's all here too. These are all the gems that the cavemen had. We'll split them fairly, half and half. Ah, a caveman! Protect me, sir! Aha, ihr braucht also meine Hilfe. Wo ist er denn? Ach. Nochmal ein ganz schön großer. Ich würde mal weggehen an deiner Stelle. Nö. Der steht da einfach mal ganz gechillt in der Keule drin und schlägt hier einfach mal seine Ruhe auf oder was weiß ich. Also, so viel Angst scheint er ja doch nicht zu haben, wenn er hier so steht. Und ich weiß auch gerade nicht, wo er die Juwelen sieht. Aber vielleicht ist das ja eine gute Alternative für die Juwelen, die wir suchen sollten. So, der hat ja auch nur wieder Ohren dabei. Und was macht jetzt der Kleinbauer? Ja, der schaut hier halt anscheinend unter diesen Stein oder so. Thank you, sir. I'm much obliged to you. Here, take all the treasures. Viel Glück. Okay, jetzt finden wir auf einmal etwas. Ubanisches Duellschwert. Ein gewöhnliches Schwert, guter Stahl, ein zweihändiger Griff, zusätzlicher Schutz und Tressen, mit der man die Klinge festhalten kann. Die Ubanier bevorzugen bei Duellen diese Schwerter statt der kurzen Schwerter, die Edelmänner in anderen Teilen des Kaiserreichs benutzen. Mhm. Und mehr ist hier wohl nicht drin, oder was? Nee, das scheint hier wirklich alles zu sein. Das sind jetzt aber natürlich nicht so die großen Schätze, wenn ich das mal so formulieren darf. Ist hier wirklich nichts anderes? War das alles? Good day to you, sir. Okay. Ja, das war jetzt natürlich nicht irgendwas mit Juwelen, die er erst erzählt hatte. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Nee, ich glaube mal eher nicht. Okay. Es ist auch wieder eine sehr komische Geschichte hier. Okay, Hauptsache, wir haben jetzt wieder mal ein neues Schwert. Und was war das? Ja, das war diese Kampfsichel, die noch ganz gut war. Und wir müssen hier echt mal wieder aufräumen. Denn, boah, ich habe viel im Inventar. Und jetzt geht es wieder den Weg zurück.
Aber das muss man sich hier natürlich jetzt nicht nochmal anschauen. Das heißt, das nächste Mal sehen wir uns in dem Jägerdorf weiter, ein Stückchen weiter unten am Berg. Und ja, da geht es dann wahrscheinlich hier wieder mit der Hauptstory weiter, indem wir dieses Höhlenzeug da abgeben, die Haut eines Höhlenmännchen. Bis dahin. Ciao.